So Leute, wir sind jetzt hier in Flake seinem Undercover-Turnier und er muss herausfinden, wer ich von den ganzen 100 Spielern bin. Ich werde natürlich nicht sagen, wo ich lande, ich werde natürlich gar nichts sagen. Flakes hat aber drei Joker-Fragen, die er mir stellen darf und die muss ich natürlich sachgerecht beantworten. Ja, denkst du, du wirst es schaffen, mein Skin herauszufinden, Flakes? Bro, ich bin dir ehrlich, so wie du spielst, wird es relativ einfach für mich. Bin ich dir ehrlich, wirklich? Weil ich reinschwitze oder weil ich viel campen werde? Also, du kannst schon krass editieren, schwitzen. Also, ich glaube, ich kenne deinen Spielstil. Ja, aber guck mal, was ist, wenn ich es jetzt so machen würde, dass ich die ganze Zeit einfach nur campe? Ja, das ist das Ding. Das ist das Ding an diesem Format. Das wird sehr schwer für mich. Aber ich glaube nicht, wenn dann ein Gegner kommt, dann musst du ja reinschwitzen, weißt du? Ja, hast du recht. Das stimmt. Und doch, doch. Ich lass mich genau jetzt killen. Bam, ich bin down. Oh, ich sehe das jetzt leider noch nicht. Also, weil ich jetzt die... Ja, doch, 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 jetzt habe ich es gesehen. Okay, hier ist ein komischer Skin, so ein Silver-Server. Der landet da, wo diese geheime Höhle ist, da unten. Mal gucken, ob der da reingeht. Was für eine geheime Höhle? Kennst du die geheime Höhle da nicht da unten? Mit den ganzen Truhen, safe kennst du die. Ach so, an diesen Gletschern, die da sind? Genau, und seit neuestem kann man da auch mit so einer Toilette unten rein. Stimmt, habe ich gesehen gehabt. In einem Busch ist das, aber den Busch muss man erstmal weglooten, glaube ich, ne? Genau, also ich weiß nicht, ob wir die gleiche Höhle meinen, aber du musst ja als erstes so eine Truhe kaputt machen, dann musst du so einen Felsen kaputt machen, um dann in diese kleine Höhle reinzukommen, ne? Ja, oh, ja, genau, richtig. Da sind zwei. Die fighten in der Höhle. Was? Ey, das kann ich nicht sein. Also ich gebe dir auf jeden Fall einen Tipp, wenn ich am Fighten bin, dann bin ich sehr ruhig. Ja, ich merke schon, du redest hier ganz gechillt und hier sind zwei komplett am Reinschwitzen. Aber ich weiß nicht. Warte mal, der spielt auch ein... Oh. Aber wie ist das denn bei dir eigentlich? Wenn du am Schwitzen bist, dann redest du bestimmt auch nicht, oder? Ja, automatisch macht man das, ne? Und der Silver-Server hat ihn geholt. Und der sieht nicht schlecht aus. Warum sollte der hier landen? So außerhalb, weißt du? Die Skin-Kombo ist so random. Habe ich noch nie gesehen. Ja, okay. Dann könnte natürlich sein, ne? Ich weiß halt nicht. Ein Silver-Server, was hat der für einen Backbling? Der hat so ein Bannerschild mit so einem komischen random Banner drauf. Ja, okay. Vielleicht habe ich halt einfach so eine Zufallstaste gedrückt im Spind, ne? Ja, das ist halt das Ding. Und der sieht jetzt nicht aus wie ein Bot. Hat den Gegner geholt. Hat sogar schon zwei Kills. Nein. Ja, okay. Dann, ja. Warte mal kurz. Ich bin gerade beschäftigt. Ach so, du bist beschäftigt? Warte mal, dann muss ich mal direkt weiter switchen, ne? Nein, okay. War nur Spaß. Also alles gut, nein, alles gut. Nein, ich bin nicht beschäftigt gewesen. Digga, mach nicht diesen. Hier ist jetzt ein Bottyboy am Start. Also wenn du mich jetzt so hops nehmen willst und hier einfach so ganz random rumspringst, nee, das kannst du nicht sein. So dieser Jonesy. Also, wie ist das denn eigentlich bei dir? Du spielst ja gerne explosive Geschichten auch, oder? Also wenn du so eine Granate oder so findest, dann hebst du das auch eigentlich auf, oder? Ah, nee, eigentlich nicht. Ich habe immer Angst, dass ich mich damit selber kenne. Oh, Fight. Du musst dich konzentrieren, Bro. Du musst dich konzentrieren. Bist du vielleicht hier Solid Snake Skin? Okay, das hat jetzt gerade richtig gepasst. Der hat sich nach unten editiert und du so, warte kurz. Okay. Fight ihn doch. Warum haust du ab? Okay, du hast nur 74 HP. Ja, deswegen, ja, muss ich natürlich auch abbauen, wenn ich mit 74 Leben unterwegs bin. Okay, da unten ist auch ein Aura-Skin. Okay, Aura. Als ob ich Aura spielen würde. Okay, warte mal. Ich hab noch drei Joker-Fragen. Ich stelle jetzt die erste Frage. Die ist ein bisschen ehrenlos. Nein. Oder jetzt schon echt? Jetzt schon die Joker-Fragen stellen? Bro, es sind nur noch 39 Spieler am Leben. Ich muss jetzt hier langsam rausfinden, wer du bist, weil bei den Top 5 muss ich mich ja festlegen, weißt du? Du hast recht. Und guck mal, die Zone hat jetzt auch erst angefangen, ne? Ja, deswegen glaube ich, würde ich direkt ehrenlose Frage stellen, die du mir auch gestellt hattest. Ach so. Ja. Und ich würde mal direkt mal fragen, bist du ein männlicher oder weiblicher Skin? Oh, also ich sag ehrlich, ich hab's dir, du hast es mir vielleicht ein bisschen einfach gemacht jetzt hier mit den, warte mal kurz. Ich weiß nicht, ob du das jetzt immer extra machst. Ich muss mal direkt weiter switchen. Also, nein, ich habe das natürlich jetzt alles extra gemacht. Aber ich bin tatsächlich ein weiblicher Skin, ja. Okay, Funkelspezialistin. Boah, liebe ich den Skin, ne? Der ist, also ich finde den sogar besser als Black Knight, ehrlich jetzt. Du bist ein weiblicher Skin, das war meine Joker-Frage. Ehrlich, weiblicher Skin. Ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Ich bin ein weiblicher Skin, richtig. Ah, und du hast eine Gurke als Backbling. Boah, ach so, das ist diese
eine Gurke von diesen Anime-Geschichten oder was das da ist. Ja, Rick and Morty, ne? Ja, stimmt. Also die fühle ich... Du nicht so. Du holst jetzt hier dieses, die G-Klasse, ne? Und fährst jetzt rum. Na, G-Klasse mag ich dann doch nicht so, sage ich ehrlich. Nee, das kannst du nicht sagen. Nein, das bist du nicht. Das hat gerade so gepasst. In dem Moment, wo du das gesagt hast, hat er sich weggedreht von der G-Klasse. Oh, warte. Könnte Ach, natürlich sein. Okay. Boah, ich habe so viele Minis, ne? Ich kann echt einen Minishop aufmachen. Real Talk. Minis? Was? Voll Minis? Viele. Ganz viele Minis. Ja. Okay, hier ist einer, der hat keine. Es sind so viele Bots am Start. Entweder die tun alle nur so und du bist da drunter dabei, weißt du? Aber es sind so viele Bots hier. Keine Ahnung, was soll... Was ist eigentlich, wenn ich echt so tun würde, als wäre ich ein Botty-Boy? Dann kannst du mich ja gar nicht mehr erkennen, ne? Ja doch, ich muss dich erkennen. Aber irgendwie laufen die alle gleich, Mann. Ich erkenne die gar nichts. Der hat 3 Mini. Okay, der sprintet jetzt. Oh, denkst du, ich soll mir eine Medaille holen? Ja, Bro. Würde ich dir empfehlen. Eine Medaille wäre schon wichtig, ne? Was macht der hier? Digga. Trotzdem ist die Lobby schon ein bisschen verschwitzt, wenn ich mir so angucke, was die Leute hier so bauen. Das ist echt schon der Wahnsinn. Oh, wow. Warte mal. Der hat gerade so ge... Okay. Wollte ich da einer hochnehmen, oder wie? Also, erst dachte ich, das wären beide Spots. Und dann holt der Typ seine Sniper raus, batz, und macht so Edit-Parcours auf den Bot. Oh mein Gott. Yo, eine goldene Pumpgun. Oh mein Gott. Let's go. Kann nicht sein, ich... Das könntest du halt sein, so ein Schlafanzug-Skin. 24 Leute sind noch am Leben. Ich muss jetzt hier die nächste... Frage stellen. Was für ein Schlafanzug-Skin? Diese Ja, so Pyjama-Skin, ne? Nee, so Pyjama-Skin, so mit Burger und so drauf. Nein. Weiblicher Skin, hier ist auch einer. Ach, yeah. Es gibt mehrere mit diesen Pyjama-Skins, oder was? Ja. Okay, hier ist jetzt... Oh, der hatte Medaillons. Wie viele von diesen Pyjama-Skins hast du gesehen? Okay, hier ist jetzt... Oh, der hatte Medaillons. Nur einen. Nur einen? Ach so, ich hab gedacht mehrere. Also, hier hat gerade ein weiblicher Skin jemanden gekillt und der hatte die mythische Scar dabei und ein Medaillon. Und der danced jetzt? Der tanzt einfach. L-Dance oder wie? Nein, der macht Weekend-Tanz und jetzt macht er Peter Griffin-Tanz. Ist aber beides Copyright. Aber richtig ehrenlos. Oh mein Gott, stimmt. Oh mein Gott, ich muss auch noch die Copyright-Musik ausmachen. Ich hab die noch an. Okay, dann kannst du das nicht sein, weil dann hättest du keine Copyright-Musik gerade gemacht. Nee. So, ich mache jetzt mal eben kurz die Copyright-Musik aus und stehe komplett AFK rum. Vielleicht findest du mich, ja? Okay. Twitch Prime Skin. Oh, da ist ein Bottyboy. Das war der... Oh, guter Snipe, den du da gemacht hast. Ich habe fast keine Materials. Ich muss mir noch ein paar Mets farmen. Warte mal. Ich stell dir eine Frage. Zweite Joker-Frage. Ich muss... Okay. Ja, nur noch 17 hast Spieler, du, ne? Hast du eine... Das ist jetzt richtig ehrenlos, aber ich glaube schlau von mir. Ja. Ah, ich weiß nicht, ob ich das... Das ist halt... Hast du eine mythische Waffe gerade in diesem Moment dabei? Das ist jetzt eine Frage, die du jetzt so stellst und ehrliche Antwort möchtest, ne? Ja, aber ich habe gerade 2 Spieler gesehen. Schau gerade einem zu, der hat eine mythische Pump. Oha, der hat gerade einfach jemanden überfahren. Und einen, der hatte eine mythische Scar dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch jemand anderes dabei ist. Na, aber ich muss hier an der Stelle auf jeden Fall sagen, nee, ich habe gerade keine mythischen Waffen dabei und auch keine... Also, als ich die Frage gestellt habe, in dem Moment. Ja, genau. Hast du nicht gedroppt? Ja, genau. Was? Ja, genau. Digga, dann weiß ich ja echt nicht, wer du bist. Die sind hier gerade am Fight. Nee, ich bin auch gerade, da sind 2 Gegner, aber ich gehe da jetzt nicht rein. Aber das war meine Joker-Frage. Du hast keine mythische Waffe dabei? Nee, ich habe echt keine mythische Waffe dabei, Real Talk. Das ist die Joker-Frage, die habe ich offen und ehrlich beantwortet. Digga, aber Twitch Prime Skin? Oh mein Gott, hier geht die Post ab, Mann. Hat der Twitch Prime? Ja, habe ich doch gesagt, der Havoc-Skin. Oh mein Gott, nee, den Skin, den habe ich auch tatsächlich nicht. So, das ist auch das Problem. Die sind hier komplett am Fighten. 2 Schwitzer und da ist, das sind beide mit den mythischen Waffen. Beide. Und jetzt hat einer die mythische Scar und die mythische Pump und 2 Medaillons. Der ist kompletter Schwitzer. Oh mein Gott, nicht, dass der alle 5 Medaillons bekommt. Dann habe ich ja später das größte Problem. Oh, die snipen sich gegenseitig. Der hat nur noch 39 HP. Hat aber Medaillons dabei. Nee, dann bist du das nicht. Der hat ja mythische Waffen. Warum schaue ich dem überhaupt zu? Ich lasse mich hier zu sehr ablenken, Mann. Hier ist ein... Oh, der Silver Surfer ist immer noch am Start. Aber du bist ja ein weiblicher Skin. Nein, der lebt immer noch. Der lebt immer noch. Was ist denn für ein Spieler? Der hat auch eine mythische Waffe dabei. Das heißt, das kannst du auch nicht sein. Easy peasy. Hier haben wir, glaube ich, einen Bottyboy.
Bodyboy. Ja, das ist ein Bodyboy. 10 Leute noch, ich muss mich beeilen. Nein. Okay, du bist ruhig. Was machst du denn? Ich bin, weiß ich auch gerade nicht. Ich bin gerade ein bisschen nur beschäftigt, tatsächlich. Okay, das ist auch ein Bodyboy gewesen, glaube ich. Digga, als ob du jetzt... Das ist ein männlicher Skin. Brauche ich nicht zuschauen. Okay, ich habe noch eine Joker-Frage offen. Eine Banane ist auch männlich, würde ich mal behaupten. Safe. 100% männlich, ja. Okay. Oh, hier ist nochmal ein Pyjama-Skin. Der hat keine mythische Waffe dabei, hat einfach 6 Biggies. Okay. Warte mal. Ja, was denn? Warum gehst du nicht fighten? Da unten sind Gegner. Ich bin jetzt gerade am Looten. Der hat zwei mythische Waffen. Mythische Pump, mythische Scar. Und mit alle Medaillons fast. Alle Medaillons also, hat der. Ja, fast alle. Ja, der hat alle. Der hat alle 5. Der Kreis oben rechts auf der Map ist ganz klein. Das heißt, der hat alle 5. Warte mal, ich guck selber einmal kurz nach. Nee, der hat... Vielleicht snipest du den ja jetzt. Nee, der hat... Oh, guter Hit. Guter Hit. Nein. Ich guck gerade die Map an. Ich habe gerade die Map offen. Der hat, hat 4 Medaillons. 5 hätte der, wenn er so noch kleineren Kreis hätte, weißt du? Ach so, dann hat einer 4 und einer hat 1. Ja, ich sehe es gerade. Der geht den gerade pushen. Der hat dann, glaube ich, aber nur 4 Stück. Aber das ist schon krass, wenn man 4 Medaillons hat. Oh, Top 6. Nein. Warte mal. Oh mein Gott, nein. Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen rumgucken, aber ich mach gerade echt einen chilligen. Aber guck mal. Der hat auch eine mythische Waffe. Aber es kann sein, dass du die vielleicht im Nachhinein aufgehoben hast. Ich bin jetzt gerade am Zuschauen. Der mit 4 Medaillons und der mit 1 Medaillons, die fighten gleich. Aber das kannst du beides nicht sein. Das ist halt auch eben schwierig. Ja. Und Silver Server ist hier. Silvers, 3 Stück. Digga. Das heißt, da sind gerade die Hälfte der Lobby ist da. Dann müsste ich doch da eigentlich bei sein, oder nicht? Nee, du redest zu gechillt. Die sind hier komplett am Fighten. Silver Server holt sich den Kill. Und Silver Server hat sogar eine Krone. Der hat eine Krone. Der droppt alle Medaillons. Der ist richtig am Flexen. Der hat alle Medaillons. Der hat 3 mythische Waffen. Alle Medaillons und hat die gerade auf Flex-Basis. Oh, da ist der Pyjama-Skin. Der pusht gerade. Pyjama-Skin, ist der gut? Oh. Der gibt ihm gute Hits, aber der Pyjama-Skin muss aufpassen. Oh, Top 5. Muss ich mich jetzt festlegen? Ja, ich gebe dir noch 2 Minuten Zeit. Ein bisschen Bedenkzeit. Also, Silver Server und Pyjama-Skin. Silver Server kannst du ja nicht sein, aber Silver Server ist krass ausgestattet. Oh nein. Der hat die heftigsten Waffen, sagst du? Ja, der hat die heftigsten Waffen. Okay, ich muss weiter zuschauen. Ich kann leider nicht jedem Spieler zuschauen. Ich muss zum Pyjama-Skin. Hier. Okay. Bro, ich leg mich fest. Ja, du bist so ruhig, guck mal. Oh, okay, guter Hit. Bro, das machst du gut. Hä, das bin ich gar nicht. Ich bin gerade noch am Looten. Gönn dir Biggie. Nein, ich bin nicht. Du bist es zu 100%. Du bist es. Wer? Du bist der Pyjama-Skin, ich leg mich fest. Du musst jetzt noch nicht sagen. 100%, sagst du? Du musst nicht sagen, ob du es bist, aber ja, du weißt halt, dass er alle 5 Medaillons hat, weil ich das gesagt habe. Und du weißt auch, dass er die mythische Pump hat. Ja. Aber dass du den trotzdem pushst, hätte ich nicht gedacht, Bro. Also, als ob ich jemanden mit 3 mythischen Medaillons pushen würde. Wie sehe ich denn bitte aus? Jetzt chillst du hier ein bisschen. Würde niemals jemanden mit 5 Medaillons pushen. Das wäre absoluter Bullshit. Das bist du. Der Silver Surfer kannst du nicht sein. Und die anderen, oh, die sind auch am Fighten. Real Talk, das wäre ich nicht. Flakes, was erwartest du von mir? Ich muss mich ja eh festlegen. Ich sag, du bist der und ich hoffe es. So sehr. Silver Server ist männlicher Skin, kannst du nicht sein. Warte, ich habe sogar noch eine Joker-Frage, ne? Aber die darf ich nicht stellen, weil ich ja zu spät bin, ne? Ja, das stimmt. Ich habe nur 2 Fragen gestellt. Wie geht's dir so, Bro? Oh, mir geht's an sich eigentlich voll gut, ja? Hä, du redest? Oh, der hat dich geboxt! Was? Der Pyjama-Skin hat den Silver Server mit einer Pistole. Hä, das sind 2 Pyjama-Skins! 2 gleiche Pyjama-Skins. Nein, ich hab verloren, Bro. Warte mal. Hast du wirklich verloren? Ich hab so schlecht gespielt. Du hattest recht gehabt. Du nimmst mich hops. Guck mal, das sind 2 Pyjama-Skins. Echt jetzt? Du bist noch am Leben. Ich schau gerade. Wie echt jetzt? Hä? Willst du mich komplett hops nehmen? Nein, aber... Ja, Bro, keine Ahnung. Du hast es herausgefunden, ne? Digga, ich hab halt echt gedacht, es war so ein Zufall. Da waren 2 so Pyjama-Skins. Aber keine Ahnung. Krass. Aber was jetzt? Was hättest du gemacht, wenn ich gesagt hätte, dass ich immer noch am Leben wäre? Ja, das dachte ich auch irgendwie. Keine Ahnung, du hättest mich richtig pranken können, richtig hops nehmen können.